Hallo und willkommen zurück in Charans Küche. Es ist Freitag und ich habe noch ein Get Spiced Rezept für euch. Heute werden wir Tandoori Grilled Chicken vorbereiten. Sommer kommt bald. Bereiten Sie sich auf den Sommer vor mit einem fantastischen gegrillten Hähnchen, das ohne Barbecue-Grill zubereitet werden kann. Mit einer unglaublichen würzigen Joghurt-Marinade mit indischen Gewürzen, die direkt auf dem Grill zubereitet werden kann. Perfektes Rezept, um einen Tag, an dem das Wetter draußen schlecht ist, gegrilltes Hähnchen drinnen zu zubereiten. Wie immer, ich habe den Rezept unten in den Description Box geschrieben für euch. Also lasst uns in das Video gehen und let's get spiced. Hier sind die Zutaten. Hähnchen 700 Gramm. Ich habe kleine Schnitten gemacht an den Hähnchen. Ingwer-Knoblauch-Paste, frischer Koriander, grüne Chilis, Joghurt, Limettensaft und grundlegende Gewürze. Für den Marinade-Zubereitung in einem Mixer nehmen wir eine Tasse Joghurt. Dazu fügen wir 1 Esslöffel Ingwer-Knoblauch-Paste hinzu. Wir geben 1 bis 3 grüne Chilis und frische Koriander. Abhängig von Ihrer Präferenz, ihr könntet auch die grüne Chilis und die Koriander vermeiden. Wir fügen 1 Teelöffel Chilipulver, 1,5 Teelöffel Korianderpulver, 1/2 Teelöffel Kreuzkümmelpulver und Salz je nach Geschmack hinzu. Optional könntet ihr auch 1/2 Teelöffel Kashmiri Chilipulver hinzufügen, um ihm mehr Farbe zu verleihen. Wir vermischen alles zu einem feinen Paste. Wir nehmen diesen feinen Paste und fügen wir diese Marinade zum Hähnchen hinzu und mischen es gut. Bitte stellt ihr sicher, dass die gesamte Marinade gut mit dem Huhn vermischt ist. Im Ende fügen wir 1 Esslöffel Öl und 2 Esslöffel Limettensaft hinzu und mischen es gut. Wir decken sie ab und halten sie es für mindestens 1 Stunde oder so im Kühlschrank. Sobald das marinierte Huhn etwas 1 Stunde bis 2 Stunden lang mariniert ist, wir werden das Huhn jetzt grillen. Wir nehmen eine Grillpfanne und wenn sie heiß ist, legen wir die Hähnchenteile nacheinander hinein. Wir grillen sie bei mittlerer bis höherer Hitze. Sobald die verkühlte Textur erreicht ist, reduzieren wir die Hitze, um es von innen richtig zu garen. Wir drehen es regelmäßig, so sicherzustellen, dass sie gut gekocht sind. Wir versuchen, auf beide Seiten diese verkohlte Textur gleichmäßig zu haben. Nach ca. 30 Minuten Grillen sehen wir, dass die Hühnchen gut gekocht ist und die Farbe ist auch super schön. Wir grillen andere Hähnchenteile auf ähnliche Weise. Wir servieren es mit Zwiebelsalat und Mint-Chutney. Ihr könntet es auch mit Naan genießen. Gegrilltes oder Tandoori Grilled Chicken ist fertig. Guten Appetit! So, das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte probiert ihr es zu Hause und lasst mich wissen, wie es war. Bitte folgt mir auf Instagram at Charans Küche, wo ich regelmäßig Stories und Reels hochlade von meinen zukünftigen Videos. Bitte abonniert ihr den Kanal für weitere solche Videos jede Woche. Bis zum nächsten Woche mit einem neuen Gericht. Bleibt gesund, viel Spaß beim Kochen und get spiced!